Leute, ist das ein Elektroroller? Ist das ein Elektromoped? Was ist es jetzt genau? Wir haben da hinten die Firma Citybug entdeckt und die haben ein ganz spezielles E-Fahrzeug, das wir euch jetzt mal zeigen wollen. Komm mal mit. What the fucking hell is it? Ich habe gerade gedacht, wir laufen hier dran vorbei an der Firma Citybug. Es handelt sich hierbei um einen E-Scooter für Kinder. Ja, 5 km/h, 6 km/h. Dann lese ich gerade, dass dieser Roller hier tatsächlich 100 Kilogramm Tragkraft hat. Du kannst ihn stehen fahren und er ist tatsächlich für Erwachsene gemacht. Guckt euch mal diesen Naked-Rahmen an, ja? Denn die Federgabel vorne, die Bremse vorne, hinten und dennoch ein kräftiger Motor. Und das Ganze sieht aus wie so eine kleine Supermoto. Eigentlich fehlt nur noch der Sitz, aber natürlich kannst du nicht drauf sitzen, du musst drauf stehen. Und wie sich dieses Fahrzeug von der Firma Citybug fährt, genau heißt er nämlich ES522 und kosten soll er tatsächlich 1000 Euro. Fahren durfst du es nicht offiziell im deutschen Straßenraum, aber auf Privatgelände. Wie sich das fährt, probieren wir jetzt mal aus. So, wir sind jetzt draußen und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja. Aber die Julia von Citybug hat mir gerade gesagt, dass es 3 Modi gibt. Es gibt den Schisser-Mod. Dann den Modi, wo du sagst, okay, das geht, und dann gibt es den Power-Mode. Und mit dem kannst du dich relativ schnell auf die Nase packen, wenn du es nicht kannst. Wir fangen aber langsam an und dann steigern wir uns. Ja? Ich finde das Konzept einfach total witzig, deswegen machen wir das jetzt hier. Pass auf, ich fange mal in der kleinen Fahrstufe an. Ich reihe mich jetzt hier ein und warte mal, ich hoffe, die Kamera nimmt alles auf. Sekunde mal. Das muss ich ja so weit runterpacken heute hier. Ich das gewusst. So. Das ist eine gute Frage, das werde ich jetzt rausfinden. Bestimmt 20 km/h Minimum. Was sprichst du was? Ja, also ich würde sagen, um die 1000 Euro. Würden Sie 1000 Euro dafür bezahlen? Ja, warum nicht? Ah, was spricht Sie besonders an? Das wäre jetzt für mich. Für die Kinder oder? Das wäre für meine Tochter. Du brauchst kein Auto, du hast überall Parkmöglichkeiten. Ja. Das willst du mehr? Da sehen Sie, alles was man braucht. So, ich fahre jetzt los. Ja. Ich probiere das aus, danach kriegen Sie ein Feedback, wie schnell das Ding fährt. Okay, danke. Ja, sehr gerne. Oh, hoi. Ich bin ja professioneller Einradfahrer, ja, aber das hat nichts mit dem Einrad zu tun. Ich bin nicht... Nee. Also Fahrstufe 1 ist schon mal für den Arsch, ja. So, komm, ich nehme mal gleich hier die nächste Fahrstufe. Komm, ich reihe mich jetzt hier mal ein und drehe mal eine Runde, ja. Ich bin gleich wieder da. Boah, krass, krass, krass. Also es ist ein interessantes Fahrkonzept hier an dieser Stelle. Es ist klein, es ist handlich, es ist teuer, 1000 Euro ungefähr. Und es ist leider nicht im Straßenverkehr zulässig, was ich wiederum ein bisschen schade finde, weil wir ja gerade schon herausgefunden haben, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der sich tatsächlich für sich selbst oder eben auch für die Tochter dafür interessieren würde. Warum jetzt gerade Tochter? Also ich finde dieses Pastellfarben eigentlich ziemlich cool. Da geht ja der Trend irgendwie hin. Knallig, bunt. Die meisten wollen gar nicht mehr weiß und schwarz, ja? Die wollen genau diese knallig bunten Farben. Ja, der Motor macht, was er soll. Bremsen tut er auch. Also im Notfall muss ich allerdings sagen, ich klammer mich jetzt wirklich gerade an dem Lenker fest. Weil wenn ich Gas gebe, werde ich so leicht nach hinten gedrückt. 25 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Und wirklich gut an die Bremse kommt man nicht, zumindest nicht bei meiner Größe. So. Wenn ich jetzt diese Toilettensitzposition einnehme, würde ich sagen, ist es schon ein bisschen sicherer. Aber roundabout jetzt hier so, wie ich jetzt gerade fahre, konzentriere ich mich eher darauf, nicht auf die Nase zu fallen und mit niemandem zusammenzustoßen. Das ist ja jetzt hier das vorrangige Ziel. Aber wir können uns gleich mal ein paar Fahrer suchen, mit denen wir uns duellieren, geben einfach mal Vollgas, 25 und warten mal ab, wie die anderen reagieren. Ich gehe leicht in die Knie, müssen ein bisschen aufpassen hier, den Rollerfahrer habe ich schon gekascht, das E-Moped habe ich auch schon gekascht und jetzt kommen die ganzen Fahrradfahrer, die ziehe ich auch alle, Mann. Ja, guck mal, er lacht schon, ah. Du weißt, dass ich schneller bin, du weißt, dass ich schneller bin. So, wir pfeifen hier mal so ein bisschen um die Ecke, jawohl. So, Jungs, Vorsicht, ich komme von hinten. Dankeschön. Ja. Ja, ja. Die machen alle einen harten hier mit ihren Fahrrädern und dann komme ich hier mit meiner kleinen Mopete vorbei und alle gucken sie. Ja. Da fallen ihnen fast die Augen raus. Aber es ist ein gutes Oberschenkeltraining, weil ich gehe ja leicht in die Knie. Jetzt hat er mich wieder eingeholt. Ist ja nicht zu fassen. Wir haben es überlebt, wir haben es geschafft. Ich glaube, der Roller kann noch viel, viel mehr. Für meine Größe würde ich jetzt eher sagen, ist dieses Fahrzeug nicht wirklich geeignet. Also bis 1,80 Meter. Glaube ich, kannst du mitmachen, aber du musst halt permanent in die Knie gehen. Ich bin 200 km/h Zeros gefahren. Ich bin 70 km/h Einräder gefahren. Dieses Teil hier ist so speziell,
dass ich wirklich so einen kleinen Flattermann in der Hose hatte. Wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, dass du relativ weit nach unten fährst, ja, und dann quasi mit den Zeigefingern bremst, dann geht's eigentlich. Das Konzept ist ziemlich cool, weil irgendwie machen alle Platz, weil keiner kann es fassen, dass ich mit diesem Schlumpf vorbeigefahren komme. Und wie wir gerade schon gesehen und gehört haben, der junge Mann würde seiner Tochter kaufen, 25 km/h. Ja, und die Julia nickt im Hintergrund ab und sagt, ja, Citybug hat alles richtig gemacht. Das Ding jetzt noch mit Zulassung, ich sage euch, das wird der Renner. Hier von meinem inneren Auge habe ich mich irgendwo auf der BMX-Strecke gesehen. Ja, genau das. Ja, ja. Eine andere Bereifung vielleicht, noch ein bisschen gröber. Aber es ist sehr, sehr cool, weil der Druck reicht vollkommen aus. 25 km/h sind wir jetzt gefahren. Ganz interessantes Konzept, Mikromobilität von morgen, darum geht's. Impulse, Strategien, ja, und wie man das nachher umwandelt, abwandelt, wie auch immer, um das dann auch zuzulassen, hier in Deutschland, ist ein anderes Thema. Das ist jetzt rein für den Privatgebrauch, Preis um die 1000 Euro, ist mal was anderes. Ich habe auf jeden Fall ein Lächeln im Gesicht, weil ich bin halt wieder angekommen und darum geht's. Ich meine, ich bin 1,90 Meter groß, wie 100 Kilo, ja. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Wenn ihr mehr erfahren wollt, geht unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr alles zum Thema Citybug und dem ES522.